Und jetzt ring, ring, ring. Neueste nationale Nachrichten. Wie jedes Jahr habe ich meinen Sommerurlaub an der Ostsee verbracht, habe mich richtig gut erholt. Am Strand eine neue Wolfschanze gebaut, den dicken Göring beim Abspecken geholfen und... hoppla, das gehört nicht hierher. Auch die Kameraden der NPD waren im Sommer unterwegs auf Deutschlandfahrt. Eine Propagandatour, gute Idee. Aber doch nicht mit so einem Umzugswagen. Wie nennt ihr diesen Kasten? Flaggschiff? Das ist wohl eher ein Kackschiff, ihr Dilettanten. So macht man eine ordentliche Propagandafahrt. Und überhaupt, wollt ihr euch nebenbei noch eine Reismark als Umzugshilfe verdienen? Und was macht bitte schön dieser Karl aus da oben auf dem Dach? Gut, ich bin weiß Gott als geduldiger Mensch bekannt. Aber wenn ich sehe, mit wem ihr da auf Propagandatour geht, verrutscht mir glatt der Scheitel. Wer bitte schön ist dieses Kassengestell am Mikrofon? Na? Nun sprich endlich, du Mensch-Bubi! Unsere Heimat, unser Volk, unser Land muss hier eine Zukunft haben! Eine Zukunft haben? Nun hör mir mal zu, du Fratschen! Wenn du die Zukunft der Bewegung bist, trete ich noch morgen bei den Linken ein! Aber was reg ich mich auf? Hat der eh kein Schwein zugehört? Eine Propagandator über leere Aldi-Parkplätze. Na, herzlichen Glückwunsch, ihr Hohlraumdübel, Blödmannsgehilfen, Arschkrampen, wegtreten!